Alle sehen Easter! In dem Mai, Anfang Juni 2008, lief es in besonderer Fußballmeisterschaft in der Schweiz. Eine Europäade, eine Meisterschaft von der nationalen Mannerhede in Europa. Da Nordfrieske schaffen das Insiste, ein Würste-Team. Spielen in folgender Aufstellung. Nummer 1 Slobinski Corinna, Nummer 2 Ewaldsen Jana, Nummer 3 Nissen Jasmin, Nummer 4 Nissen Evelyn, Nummer 5 Reiser Nele, Nummer 6 Friedrichsen Stefanie, Nummer 7 Hansen Lina, Nummer 8 Jansen Mona, Nummer 9 Wolf Karina, Nummer 10 Gonsen Ratea, Nummer 11 Wolf Christina, als Ersatz Nummer 12 Helmike Sina, Nummer 13 Nomensen Berit, Nummer 14 Peter Manuela und Nummer 15 Jürgensen Jenny. Wir wünschen ein interessantes Spiel, viel Vergnügen. Dort, wo es gar so leicht wie in einem Stall in Fries Würste-Team auf der Biene. In Rissem-Lohnham würde auch die trainiert an Yves das Balzter sieht. Für was für Ende der Türkei hier, Mathus Bang? Oh, Gary hat mich gefragt, ob ich mehr spielen will. Weil wir auch vorher auch den Rückenfluss machen, an der Offiziergrenze. Ja, halb tot, hole ich ja noch mal. Spielst du normalerweise auch Fußball? Nein, ich kann Quereinsteiger, wenn das so wird. Ja. Gut, ich bin Gary, 36 Jahre alt, kein Fußballspieler. Aber dann, man muss ja Fußball nicht mögen, aber ich arbeite eben als Kultur- und Jugendkonsulent bei der Fries Corinna. Und wenn es irgendwie um friesische Minderheitenkram geht und Friesen besuchen andere Völkchen irgendwo in Europa, dann habe ich da meistens meine Finger mit im Spiel und dann bei solchen Sachen dann eben auch. Und ja, ich versuche eben auch vor Ort alles Mögliche, seht mich mehr wie so ein Reiseführer. Ich versuche den ganzen organisatorischen Kram zu machen und auch wenn wir dann in der Schweiz was mit Essen zu regeln und Unterkunft, und diesen ganzen Kühlschrank nebenbei. Aber zum Training oder so, da Fußball ist nicht so mein Sport. Dort schell haben unter Tukam Maune noch andere. In Flansburg ging dann zu Hupe mal Flose von der Donsch Mannerheit in ihn Bus Lüß. Dort trainieren in der Testbahn gerne vorbei. Nö, schöne Adies seht worden für der nächste Team Dege. Von Anfang an war die Presse Riem in All Daisy bei der Frieske Würste Önke. So, Wolf, Karina, Christina, wer auch immer. Ja. Von Funktion hieß du hier? Ich bin Boss von der Flose. Was von Ergebnis vom Jane hovest du, Frau Jan? Das ist ein Tipp. Ja, im Jane hast du das Jahr Spal in der Nordschleswiger. Also ich lief dort als dort Spal wäre wie wahrscheinlich der größte Chancenhebel, der Portore zu holen. Und, ja, ich lief, der konnte wir stärken, nämlich, dass wir Gau sind, dass wir Gau Kondition heben, konnten wir der am besten sparen. Aber das Nordschleswig-Team, was wir so sehen, heben, was alle ist. Da heben viele Erfahrung aus, das hat auch Sunny. Und da kam ich aus dem Jahre an, da hat der Hebe ein Utschleben, und der wurde es unterschätzt. Das haben wir all hier. Und naja, wir haben alle Leute mit, ist zu akklimatisieren. Und wenn das Jahr sparen, wenn das vernünftig wird, dann liebiger ist alles möglich. Morgen 17 Uhr. Morgen am frühen Nachmittag kommt das Schweizer Fernsehen und hier also das retro-romanische Fernsehen, die wollen uns den ganzen Tag begleiten bis zum Spiel. Also sollten wir da auch vielleicht ein bisschen Training machen, aber nicht zu doll. Warm. Ja, ja, warm machen, so ein bisschen. Die wollen auch einige Leute interviewen.
der tut noch eine gute Frau. Ich kann schlafen, weil ich heute dusche. Schau mir das denn um 11 Schnorke wandern. Ach ja, ich war auch dusche. Ja, natürlich. Schau mir dann das zu rechnen, das Dumse oder Poste oder schau mir da am Schnorke. Ich bin Felix Haufe. Ich bin die Trainer von dort her Team. Du bist in Kopenhagen und studierst du. Ja, yes. Du warst ordens vor Training dann von Kopenhagen die Verfassung Team? Ja, Arken Tauwage. Wann ich öfter noch Verfassung Team am da zu trainieren. Das Kapitän wird der Jana Ewaldsen kieset. Ja, dann muss ein Kapitän sein. Also, das wäre mir eine Ehre. Jana, dann mach den Mädels auf Feuer. Was hast du mit Friesisch zu tun? In der Grundschule hatte ich es 4 Jahre lang, habe es dann aber leider ein bisschen aus den Augen verloren und dachte, jetzt will ich mal wieder da so reinkommen. Was ist deine Position hier? Ich spiele Libero. Sag mal einen Tipp für morgen. Ja, ich würde sagen, es wird knapp, aber ich denke, wir gewinnen mit 3-2. Du bist Kapitän dieser Mannschaft? Ja, das ist richtig. War dir das schon vorher so ein bisschen klar? Ja, also in den Testspielen war ich auch Kapitän, aber ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass ich doch gewählt werde. Was meinst du, warum haben die gerade dich gewählt? Hast du den nötigen Biss dafür? Ja, ich denke, also ich bin sehr ehrgeizig, ich hasse verlieren und reiß dann auch mit, wenn wir zurückliegen oder so. Das Schweizer Militär muss das Chauffeurteam vor Ort. In Dissentis war der Rätoroman Schmus Teerhot, wo sie begrötings ihn. And I would like to ask the team from North Friesland on the stage, please. Da ist noch eine ganz, ganz wichtige Aussage hier. Jungs, wir sehen uns im Finale. Dort ging alles familiär, auch bald Militär. Da Südtiroler, die haben nichts mit Akkordeon übung. Der Nordfrieske singt ein, was vielleicht auch besser singt. Also als erstes hätte ich gerne, gibt es bei euch so irgendwie ein Nationalgedicht? Das nordfriesische Gedicht, was jeder kennt, was jeder kann. Göln hast du Hamme, die Sammer in, Göln hast du Rekafell, in Göln hast du der von den anderen mal hin, was haben wir doch Rekher von Göln. Aken die, weil die Presse wart von Team, 4 Radio und Bläse täten alle wegen ön am Termin. Warum glaubst du, dass das morgen nicht so schwer wird? Ja, weil die kommen ja erst morgen mit dem Bus und sind vielleicht müde und die haben auch nie zusammen trainiert und so. Und dann sind wir ja besser vorbereitet. Ich habe so gehört, dass die das morgen als Testspiel sehen und die auch noch nicht zusammengespielt haben und die kommen morgen ja auch erst an. Kapitän und Trainer gingen abstallig noch in diesen Dörr. Wie hoch hast du Motivation bei dir? Hoch. Unheimlich hoch. Und was meinst du, wie war der Nordschleswiger durch den Schack? Fjord und Tau für uns. Ja. Warst du nervös? Ja. Unheimlich. Ich schalte ein Wessel. Was lacht er, wenn du Marschballe küsst? Nein, ich lief, das war auch ein Bäder vor Team, wenn ich Marschballe will. Nein, ich lief, ist vor mir sein Gott bei Nauda. Scheine Motivation noch ein Leiterin vor. Alter, da ein Trunks an vor der Kerz. Oh, der Kohn ist Pocke. Also, ich habe den Pullover. Also, da wir so am 24 für den Herr Bannes an, live mental, bis Abwacke. Wir sind die kleinste, also fast die kleinste Minderheit und dachten, ja, wir machen nicht mal Zeit miteinander. Ich heiße Christian Hansen, komme aus Dänemark, spiele für Deutschland in Dänemark. Gut, dann ja. Welche Position spielst du? Abwehr, Manndeckung. Was glaubst du, wie sehen eure Chancen aus gegen die Friesinnen? Also unmittelbar würde ich sagen, dass die Chancen sehr gut aussehen, weil wir körperlich besser besetzt sind als die Friesen, mehr Körpergegenstand leisten können. Aber die Friesen sind, glaube ich, taktisch sehr gut geschult. Ja.
4-0. Meinst du, das kommt noch? Klaas, ja. Der Nerve, Lina Blanc. Felix, komm! Ja, komm raus. Platz. Das ist nur als Männer. Kopf. Ja. Reine Kopfsache. Ja. Stell dir das Signal vor! Berit, was meinst du, Herr Kantor? Das Ergebnis, ne? Sind ihr zu blöd? Ja, ich liebe hier noch zu voller Respekt an meine Taukampfrentung. Das ist mehr Morgen. Du Pause, lehn da noch frieske Hoffnung zu uns, Tobi. Ich kann nicht mehr nach vorne. Die 6 ist so schnell. Ja, das kann ich gar nicht. Die sind alle schnell. Aber die müssen sagen, so, oh, ich muss nicht rausgehen, ich bin mittel. Man muss schon da, auch schon da. Ja, aber dann machen die Einkaufs-Essen mit. Ja, aber trotzdem musst du. Aber es kann nicht sein, dass sie wirklich stehen mit dem Ball und da steht ihr 2-3 Meter davon und greift nicht an. Und genau das passiert. Die brauchen nicht laufen, die stehen da, überlegen, die nehmen den Ball an, 5 Sekunden Pause, zack, gehen weiter. Währenddessen baut sich das ganze weiße Meer hinten auf. Die dürfen nicht überlegen, spielt eure Schnelligkeit aus. Ja, und vor allem, die sind ja schneller aus. Hass, Jana! Aus, dann kommt dann noch Fieske eine Bombe. Der Nordschleswiger bewegt ihn am Knorp. In der Nordfriesische Wüste würden wir als Hanni wieder krallen. Zwar ging man lügend hinter Fjord verlesen, aus mental hin sie am Ende Tweet-Halft wieder 5. Ich bin Ilve Beusen. Aber bist du hier von Funktion? Ich bin die Zeugwart vor der ganze Team. Ich klaue der Tuse, Kluse. Ja, der Trikots war der Schwarz, die sind anscheinend schon der Juck gefallen worden. Ewalzen. Jana. Jana. EL. Was ist EL? Manuela. Ist unten, ne? Der Klokering eine hele Dinge noch, morgen das Team Ring in All Daisy und auch der Baggermaschine. Sag mal, wie ist die Stimmung? Gut, gut, beste Lage, ausgeschlafen. Werden Sie euch heute wieder abledern? Nein, die fetzen wir weg. Die fetzen wir weg. Und seid ihr traurig gewesen gestern? Nein, nein, wir haben unser Bestes gegeben. Besser kann es nicht sein. 4 Tore geschossen, das war schon. Sensation. Und jetzt macht ihr hier immer laute Musik und tanzt dazu, weil draußen auch schon Krach ist? Ja, genau. Ihr müsst ja gegen anhalten, ne? Okay, viel Spaß. Danke. Viel Spaß. Was ist das denn, die dort Mörderspal? Das ist ein Geheimnis. Wenn ihr mir einfach erzählt, das ist nur für Spalerin. Und wie Dilling, na das Spalen? Ja, super. Zuerst in Jörsen und die Bäder. Bäder. Das wird alles noch Trudi von Jörsne. Ich habe ein Fjord-Tore mauget. Das ist ein Normal von Wüstemannschaften. Aber auch super Spal. Und die Spale Dilling auch alte 0. Aha. So, also hier wurde das Mörderspal. Spalt und wird all vertiert, was das ist. Nee. Okay. Mitspielen. Volles Spaß. Gary, hört man in Pressetermine und Anfrage machst, einmal überrascht führen. Nö, ging es in der Roma und Ungarn. Ich habe noch eine gute Nachricht für alle. Die Anzeigetafel ist einstellig. Ja, das habe ich schon gesehen. Also wir machen 9 Tore, lass die anderen ruhig 100 machen oder 200. Sieht man nicht.
Sieht man nicht. Bis 800 ist in Ordnung. Solange wir zusammenhalten. Genau. Alles macht doch einfach so wie gestern. Zeigt einfach, dass ihr Spaß habt, Fußball zu spielen. Dass ihr Bock habt, dass ihr den Jungs da mal zeigen wollt, hier, was hier friesisches Frauenpower zu kaufen. Und nie aufgeben. Nie aufgeben, genau. Nicht die Köpfe hängen lassen. Also ihr habt in dem Moment gewonnen, so wie gestern. Dann habt ihr gewonnen, wenn ihr... Ich mache bestimmt in dieser Flaschprüfung. Ja, wir dann würden zu der Ascendeursnähe, ihr Bündenhebel, die uns bleibt, wer hier der Mann ist, Handy, wir haben Feitel. Feitel, bitte zu ihm. Wenn ihr für Kupi am Tor. Lädt ja mal vorführen. Lasst euch nicht vorführen. Spielt, macht euer Ding, spielt euren Fußball. Und ihr seid die Gewinner der Herzen. Und wenn wir viele Tore hintereinander kassieren sollten, dann baut euch gegenseitig auf und lasst nicht die Köpfe hängen, so wie gestern in der ersten Halbzeit. Das bringt uns nur noch weiter nach hinten. Wir kriegen Tore rein, gar keine Frage. Oder auch nicht. Aber die Beine nicht. Und spielt sicher von Anfang an. Ich will kein schnelles Tor haben. Das lief gestern gut, die ersten drei Minuten. haben wir wirklich mitgespielt. Und das will ich jetzt auch wieder. Die Roma-Storm in Ungarn, wo es schlimmer als der Ungarn-Storm 1954 in Bern. Aus der Friesgewüste verkauften wir am Jürgen. Her von Jasmin Nissen, ihr Gül Kort. An, ihr wusst auch noch stolz der Abend. Kort von ihnen gestört, fertig zu ihm, oder Roma. Dort bald ging Sechsen fertig zu ihm verlesen. Aus der Wüste legten ihm im Mönch ein Name. Der Roma lor sich in der Frieske in und mag Urlaub bei ja in Ungarn. Wie kommst du mit friesischer Sprache zurecht? Was hast du damit zu tun? Meine Familie spricht Friesisch. Ich kann alles verstehen, spreche es aber nicht. War das für dich ein Grund, hierher zu kommen? Ja, genau, um das mehr zu lernen und auch damit zu, ja. Mhm. Wie bist du hierzu gekommen? Hast du das in der Zeitung gelesen? Ja, wir haben es in der Zeitung gelesen, wollten uns erst nicht anmelden, aber unsere Cousine hat sich dann angemeldet und ja, hat dann gesagt, wir sollen uns auch mal anmelden und haben das dann auch spontan gemacht und ja, jetzt haben wir viel Spaß hier. Was hast du mit friesischer Sprache so zu tun? Ich war früher in der Latilosche, hab da gesungen, aber sonst zu Hause sprechen wir eigentlich nicht viel Friesisch, aber verstehen kann ich das schon, weil ich früher halt da gesungen habe und in der Schule hatten wir früher auch Friesisch. Deswegen verstehen kann ich das schon ganz gut. Aber selber sprechen ist halt immer noch eine andere Sache. Und so mag Gary auch ein Flasch Crashkurs. Eine Stadt wirst du leicht vor. Ich hit Gary, du hast du. Ich hab Felix. Moin, ich hit Gary, du hast du. 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 Ich hit. Ich hit Rabea. Ich hit Gary, du hast du. Ich hit Jasmin. Wunderbar. Konnte ich ja mit all diesen Augen so leicht genannt, dass der mal vorne liegt. Dann ging er trotz Ball von der Sorbe in den Dornschmanner hin. Dann hat Fuß gewusst, wenn er tut. Schmann,
Enkel der Nordfrieske, Jana vor der Donsch. Aus der Maus der Nordfrieske, Jana vor der Sorbe, wat einfach natter mal der Nordfrieske Wüste amging, en auch ei von Bovendil am Wüstefettbossnauge. Aber die hat Lattenknaller, die ist ordentlich. Weg, weg mit dem... Der Sorbe ist bald ein Gons und Rüdig, in der Donsch ein Rüdig wird. Das Orbe verlesen jetzt bald aus vierten Blickes als Vanja Wünne. In Nordfriesge Wüste lehnten wir von der sorbischen Begeisterung Önstigen. Serbien. So, wir sollen schon gehört haben, das sollen relativ brutale Spieler sein. Da können wir aber mithalten. Nein, das werden wir sehen. Ja, erste Aufstellung, wie sie am neuen Liebig. Jana, Libero, Levs, Sina, Dilling, Torwart, Brüggelia. Kannst du mich einfach vergessen? Levs, Sina, Hochs, Lina, Mittelfeld, As, Dozilvia, Manele, Enemal, Rabea Rucht, Steffi Licht, und vorne Mona und Carina. Die Torschützen können wir. Was war's? Achso, ja. Heute das letzte Spiel. Voraussichtlich. Okay, Abflasch. Dilling hast du Licht Spal. Ein bisschen am Spal ist so, erst wir haben ein bisschen Licht Spal. Spalthilfe. Motiviert, ihr Verstoß, Hilfe wird tut Ihnen. Also, diesen großen Punkt, was wir heute sehen, dass ihr Goal für das Stund, dass ein Argensieke, dass ihr Lust pain und Lust hebe, Fußball zu spielen, und dann auch ihr habt 90 Minuten. Und reden wir mal alles. Das spart ihr jüsste, das da in Jürsten. Das ist ein jüsste Gau, das ist ein jüsste Götz. Bevor wahrscheinlich jüsste wieder bam, 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 bam. Ihr Goal, wie Lörre, as Serif. Lörre, die haben Chance. As so ein Geier. Geier, wie Wege ja ein Zicker, und dann knalle die Tor. Erbarmungslos, hart, direkt und ohne Gnade. Carina Wolf schießt ein Tor. Du hast bestimmt eine Schwester, das ist Cameron Diaz. Oh meine, Gott! Jetzt guck ich dann mal nach. Oh, ich konnte zum Schluss nicht mehr. Ich konnte nicht mehr ein. Voll mit Absicht, Alter, so, dann noch so Beinhose. Oh. Hat noch jemand eine Kamera über? Wenn ich jetzt mal die beiden Gegner von gestern, von heute vergleicht. Das kann man da sagen. Die waren sportlicher und fairer. Ja, die waren fairer und einer besser als der andere, würde ich sagen. Ja. Mamu. Die waren netter. Aber bei denen stand auch nicht auf dem Spiel. Da noch keine Profis waren. Die gestern waren noch mal doppelt so stark ungefähr wie die heute.
Dort bald ging ihn und Tondi die Tutau verlesen. Ein Lickes behüllen der Nordfrieske ja doch Humor, ein Bolzen ist das bald noch Odi, in der Schweizer Soldate, und der Torfsmannschen. Ja, schön, dann. Schön. Die Vorrunde war nur vorbei, und der Frieske hing all jahre Triesbale verlesen. Und so wird er noch ein Freundschaftsball in der Waliser organisiert. Ewe? Ja. Was von Teppichst du? Ich kenne ihn ohnehin, ehrlich gesagt. Ne tilte doch ein, ne kühlt doch ins Lucke. Ja, was schön, man in diesen Lucke kühlt. Also, dort gar nicht, ja. Jerry, du hast vertelt, wir der Walisers, da ist ein Oltens Hackelsprüde voll. Und was meinst du? Sind das Dilling auch? Konus Spale? Konus Legötkike? Das wurde wirklich sie. Ich wieder da. Ich hef bloß hier, dass ihn noch alle Naugel bei Thunbaumsetten den Whisky drücken, Ewe. Aus, ich lief das halt, dass sie ihn am Boden esriert. Da wurde ich geschwor. Aus wie man diesen Kicke, was wir holen. Hier ist ein Tipp? Wir waren 120 blieben, oder? Ja, aber das ist mal wir holen, ja. Und 120. Ja. Der Sorbe, Bjarne, auch mit Chance. Aus, ihr kommt als Fanflose von der Nordfrieske. Der Nordfrieske wüsste, hin will alles verlesen. Aus, ja, Bjarne, dort Team, was Maus beliebt wird. Schöner Baby-Filme, wenn ihr Stimmung habt. Super Keeper! Super Keeper! Jawohl! Und komm weiter! Ein Duschen, nein? Ah, das war der Gött. Das ist ein echt Team. Sehr schön! Oh! Dann, hey Corinna Slowinski, hat Odyssee denn ein schön behundelt worden. Ging mal so zu Fjord verlesen. Oster und Frieske vierten as Vanja Wünnen hin. Die letzte Idee von der Europiade ging jetzt mal Bus wieder zu Hüß. Das Sorbe kommen noch Isen. Vor und See. Adies.